Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist wieder euer M-Motherfucking 3D bei Alice Madness Returned. Und ich würde mal sagen... Oh, Bücher. Okay. Das sind ja mal interessante Buchtitel, muss man echt mal sagen. Keine Ahnung, was das zu heißen hat. Schock bekommen. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt hier so voll absprinten, aber nee, Glück gehabt. So, Teekanne. Und da gibt's alles klar. Aha, wartet. Das ist noch ein kleines bisschen ungewohnt für mich, aber man kriegt's ja hin zum Glück. Quatsch. So, und rein da. Scheiße, geil, eine goldene Flasche. Okay. Da könnte ich jetzt runter und weitere Gänge gibt's wohl nicht, hä? Ist hier noch irgendwas? Nein. Also ist der Weg sogar ein Must-Have, man muss ihn gehen. Aha, da geht's runter. Moment, warum läuft es jetzt nicht mehr? Ah, jetzt. Gut, da muss ich bestimmt rein. Dann gehe ich erstmal hier unten lang. Halte ich mal für richtiger. Goldene Zähne, das ist doch schon mal traumhaft. Huch. Aha. Hättest du wohl gern. So, darüber schaffe ich es wohl niemals. Boah, das sind ja auch noch voll viele Gänge, ne? Interessant. Also, es wird wohl so schnell nicht langweilig hier. So, hallo. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder gegen so einen... Och nö. Komm her, du Penner. Also dafür, dass wir unser Messer nicht so hoch aufgewertet haben, ich glaube auf 3 steht es aktuell, geht es richtig ab. Da will man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn man das Messer natürlich noch höher hat. Aber ich glaube, die Teekanne wäre trotzdem klüger. Ganz einfach wirklich wegen diesem Riesenbaby da. Wenn das nochmal kommt und wir haben da immer noch unsere läppische Teekanne, kannst du immer noch 30 Mal draufkloppen, bis es mal so geht. Und das wollen wir ja nicht. So. Bäm. Haha, geil. Macht Spaß. Och nö, wieso stehst du wieder auf? So. Oh mein Gott. Alter, was bist denn du? Den muss man bestimmt mit der Teekanne angreifen. Ich bin mir fast schon sicher. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Au! Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Scheiße, was mache ich denn gegen dieses Vieh? Komm, Alter! Den kann ich gar nicht attackieren. Was ist das denn? Wartet. Ich muss eindeutig schießen. Ach, ist es der Gegner, den man nicht besiegen kann? Geh weg! Mist! Ja. Ich meine, ich reagiere ja schon auf der Tastatur mit der Maus, schon Panikreaktion. Nicht sehr gut, aber eben war das schon sehr peinlich, ehrlich gesagt. Okay, egal. Dann schnetze ich die nochmal kurz weg und dann wollen wir doch mal sehen. Ich glaube... Was? Aha. Ich glaube ernsthaft, wir müssen einfach nur abhauen, weil jetzt ist gerade die Tür zu und hinterher ist die Tür offen. Und was sagt uns das? Genau, fliehen. Das ist ja auch das, was die Tür gesagt hat. Er meint wahrscheinlich stehen, dass man nicht gegen den kämpfen soll, weil er unbesiegbar ist. Boah, Alter, asozial, oder? Ich meine, ich habe alles auf den drauf geballert, das interessiert ihn einen Scheiß. Und das ist nicht schön. Können die auch wieder nach unten verschwinden? Interessant. Kann ich nicht, okay. Alter, nee. Ja. Hä, die Tür war doch offen. Die war doch offen? Ich hab die offen gesehen, ohne Scheiß. Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmen. Aha. Und statt schon, ich hätte mir das eingebildet. So. Ich bin mir sicher, der kommt gleich wieder raus und ich muss wegrennen. Oh shit. Okay. Och nee. Die Perspektive, das geht gar nicht, Alter. Nein. Aua. Alter Verwalter. Was ist das denn für eine fiese Perspektive, verdammt?
Okay, hier bin ich wohl erstmal sicher. Wobei der da auch ziemlich schnell wieder durchkommen könnte, theoretisch, aber warte mal. Hier ist ein Häuschen angezeigt, das will ich natürlich haben. Wo könnte das sein? Hier könnte ich auch runter. Alter, so viele Gänge. Häuschen, wo bist du? Ah, wahrscheinlich muss ich da runter, um zum Häuschen zu kommen. Ja. Ja, damit. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Das waren doch zum ersten Mal wahre und weise Worte. Wunderschön. So. Ich hab Schiss, dass der Typ wieder kommt. Och nee. Hab ich gerade eine Schweineschnauze gehört? Nein, ich glaube nicht. Warte. Aha. Der Hüter der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Das heißt auf Deutsch, wenn ich da hinten den Schalter aktiviere, kommt die Sau. Den sieht man da hinten, oder? Ich glaube. Ist er das? Ja, ich glaube, das ist er. Okay. Die Sache ist klar. Wenn ich da unten bin, kommt die Sau garantiert. Och, nee. Wird nochmal klein. So ist nix. Alles klar. Zieh, Alice, zieh! So. Scheint ja doch nicht zu kommen. Cool, habe ich schlimmer erwartet. Alles klar. Über da. So. Was war das? Aha. Wollte schon gerade sagen, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Aber nein, nein, alles gut. Aber schön, dass die immer wieder Leben geben, oder bilde ich mir das ein? Noch ein bisschen besser lernen auszuweichen. Mit dem Controller, das ist nicht so leicht. Also für mich noch ein bisschen ungewohnt. So, Penner, verreck einfach. Ich weiß nicht, bin ich ausgewichen oder wurde ich getroffen? Ich hab's gerade nicht sehen können. Au. Okay, eben gerade bin ich definitiv getroffen worden. Bäm, jawohl. Okay, Freunde, nett mit drei Gründe, warum ich diesen Penner nicht leiden kann. Verdammt. So, ich glaube, der kommt gleich. Ach nein. Master, halt doch die Fresse, verdammt. Ah, ja. Das ist Ruhe, 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 das ist Ruhe. Alter. Ich, alles, aber alles ist viel schöner als das. Sogar der Weltuntergang. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Uhu. Komm, geh kaputt. Nein, Auatsch. Verdammt, lass mich in Ruhe. Nein. Ich bin doch noch am Kämpfen. Ich bin doch noch am Kämpfen, verdammt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Panik, Panik, Freunde, Panik. Panik. Panik, ich bekomme Panik. Oh mein Gott. Kann er seine eigenen Leute töten? Das wäre ja zur Abwechslung mal ein Traum. Alter, nee, komm. Nein, nein, nein. Schön lieb sein. Nein, nicht den anvisieren, nicht den anvisieren. Du mich auch. Ah, geh weg. Geh weg. Jawohl. Lass mich raus. Raus, 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 raus. Uhuhu. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Zähne, Zähne. Weg da, weg da, weg da. Uhuhu. Kommt der hier auch rüber? Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Kommt der? Nein, ne? Jawohl. Ganz geil. Aha, massenhaft Rätsel. Nice. Was haben wir hier? Kann man hier klein werden? Nein, also man kann schon, aber es bringt halt nichts. So. Ah, hier oben wird wohl wieder gekämpft. Verdammt, verdammt. Hallo? Aha, so. So länger ich hier draufstehe, geht dann das höher. Okay, okay. Das war knapp. Nein!
Alter Verwalter, ne? Das ist jetzt hier gerade mal richtig unangenehm, Moment. Komm, 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 komm. Alter, so schnell kannst du. Oh doch, ja, 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 jetzt hab ich's geschafft. Komm her, ihr Mistviecher. Bäm. Jawohl, gib mir Leben. Gib mir Leben, verdammt. Alles andere brauche ich gar nicht, außer Leben. Lag da noch eine Blume? Nein. Hier ist auch kein geheimer Weg. Aber da hinten ist eine Blume. Aha, da ist doch ein geheimer Weg. Alles klar. So, hier muss ich irgendwo eine Bombe ablegen. Und warum? Na komm, lauf doch. Hallo, Alice. Jetzt. So. Hier auch noch nicht. Hä? Wo soll dann die Bombe hin? Bombe. Schweineschnauze da hinten. Die will ich haben. Auf jeden Fall will ich die haben. So. Ja, das bleibt schon länger, das Ding. Oder bilde ich mir das ein? So. Aha. Gib ihm. Am liebsten jetzt wieder mal eine goldene Flasche. Das wäre schön. Aber ein Korb ist auch okay. Haben wir volle Leben? Nein, haben wir nicht. Gib ihm. Blub, 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 blub. Jetzt. Juhu. Okay, wartet. Jetzt kommt dieses Scheißding wieder zurück. Drauf, Alice. Oh, Alter, das war übelst knapp. Ich habe gerade ein bisschen Schiss gehabt, aber ging ja alles noch gut. So, rüber jetzt. Und her mit dem wunderschönen Korb. Jawohl, 561 Zähne. Das heißt doch, dass wir eigentlich genug haben müssten, oder? Jawohl, ich mache das mal kurz mit der Maus. So. Ja, bitte. Yeah. Definitiv langsam mal nötig, würde ich behaupten. So, wir gucken uns das Ding mal an. Jawohl, das ist cool. Ich glaube, das lädt jetzt auch schneller auf. Ach, und wird nicht ganz voll. Seht ihr das? Das ist natürlich richtig nice. Dafür hat sich das Aufwerten auf jeden Fall schon mal gelohnt. So. Ja, hua, 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 hua. Alter, so schnell kannst du. Ach, bin ich doof. Natürlich, jetzt habe ich es gecheckt. So funktioniert das Prinzip. Meine Güte, bin ich doof. Unglaublich, dass ich da echt nicht drauf gekommen bin, ne? Soll passieren. Penner! Deine Schuld! So. Waren das alle? Ja, ne? Gut, gibt's hier noch was zu entdecken? Im Abenteuerland, wie man so schön sagt, ne? Komm mit ins Abenteuerland. Ach, da wurde schon wieder dieser Penner angezeigt. Das gefällt mir gar nicht. So, da oben gibt es was. Da will ich hin. Da oben scheint es aber auch was zu geben. Okay, Moment. Ja, gut, hat gereicht. Wunderbar. Wo gehen wir zuerst hin? Da, oder? Ja, wir gehen einfach mal zuerst da links hin. So. Was haben wir hier? Ach, ein Schalter. Um die Tür wahrscheinlich aufzumachen. Na gut, unnötig. Aber ist egal. Ich hoffe, dieses Ding hat jetzt keinen Zeitcounter oder sonst irgendwas. Das würde mich nämlich ein bisschen traurig machen, ehrlich gesagt. So, und dann nochmal hier drauf. Geh nicht zu. Jawohl. So muss das ablaufen. Die goldene Regel für alles lautet Balance, Alice. Zwischen Licht und Dunkel. Zwischen Krankheit und Gesundheit. Oder sogar zwischen falsch. Und richtig. Ja, ist auch ein schöner Satz. Oh, schöner Raum hier. Respekt. Oh, viele Schachfiguren. Och, nee. Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Okay, weiter. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Schachpuzzles müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Och nee. Also okay, das ist ja einfach. Ne? So. Ja, das ist fertig, oder nicht? Nicht. Ach so. Muss ich den da rüberbringen? Tatsache. Alter, nee, komm. Scheiße. Okay.
Gehe ich mal so. Gehe ich mal so. Das geht schon nicht mehr. Mist. Aha. Ach nee, der muss ja darüber. Ach so. Ich verstehe, alles klar. Nochmal. Okay. Okay, nee, das Rätsel ist leicht. Eigentlich. Ich habe mich nur verwirren lassen. Aber geil gemacht, die Figur, ne? Ach, das war's schon. Na, dankeschön. Juhu! Gibt's hier noch was zu entdecken? Nein. Okay, dann halt nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ladevorgang. Schrumpfe, um lohnende geheime Pfade zu entdecken. Ja, mach ich doch. Das erste, was du hörst, wenn du hier reinkommst, ist eine Schweineschnauze. Das ist doch schon mal sehr elegant. Ich höre die auf dem rechten Ohr. Das heißt, sie könnte überall sein. Nee, eigentlich müsste sie... Ach, da ist sie doch. Hab ich gar nicht gesehen, verdammt. So. Huhu, das nächste Geheimnis. Secret. Jawohl. Ja, damit. Goldene Zähne kann man immer gebrauchen. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Auch weise Worte. Langsam werden die Sprüche besser. Oh. Ich ahne Schlechtes. Sehr Schlechtes sogar. Ja. Shit. Lauf, Alice! Alice! Wow, 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 wow. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Wisst ihr, was fies wäre? Bin ich tot? Nee. Ich wollte gerade sagen. Fies wäre, wenn da auf einmal so eine goldene Flasche oder sowas liegen würde. Halte nach der Königin Ausschau. Aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Die kann auch zwei auf mich haben, das ist mir doch egal. Aha. Hab ich gar nicht gesehen. Cool, Glück gehabt. Ist echt lohnenswert, wenn man hier klein wird, muss man echt mal sagen. Juhu. Ach, das ist doch das Easter Egg. In dem falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame Defarge, eifrig strickend, während verdienstvolle Häupter von der Guillotine rollen. Ah, das waren noch Zeiten. Ja, ja, früher war alles besser, ne? Kennen wir ja die Worte. Ist ja heutzutage nichts mehr Neues. Das, meine lieben Freunde, ist übrigens das, warte mal, kann ich da irgendwie mit der Kamera? Nee, kann ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Easter Egg, soweit weiß ich. Und deswegen würde ich auch mal sagen, meine lieben Freunde, hier beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.